Speien wird. Oh, das wäre fantastisch! Wundervoll wäre das, wenn er das machen würde! Na, seid ihr nun zufrieden? Was soll das, Papa? Was haben dir die Armtouristen getan? Nicht das Geringste. Aber wegen des Drachenfeuers sind sie doch von weit her gekommen. Papa, du solltest dich wirklich schämen. Ich verstehe dich nicht. Wie kannst du der Neugier der Touristen auch noch entgegenkommen? Was heißt denn entgegenkommen? Die Welt der Drachen ist tot. Und du tust so, als ob wir Drachen noch eine Zukunft hätten. Die Zukunft gehört der Feuerwehr. Was soll man denn dazu sagen? So was Dummes. Los, Jungchen, geh an die frische Luft. Das wird dir gut tun. Geh. Ich lehne es ab, ein Drache zu sein. Die Welt braucht kein Feuer. Die Welt von heute braucht Blumen. Ach du Schreck, Grisou ist schon wieder da. Ich verschwinde lieber, solange es noch möglich ist. Kein Feuer, hübsche, bunte Blumen braucht die Welt. Ja! Das klingt daneben. Na Gott sei Dank. Entschuldigen Sie, es ist mir so rausgefahren. Das kann ja jeder sagen. Glauben Sie mir, es ist nur aus Versehen geschehen. Dich kenne ich viel zu gut, junger Drache. Mir kannst du nichts vormachen. Ich glaube, das habe ich zu früh gesagt. Ach, da sind ja meine Freunde und Gönner. Guten Tag, Sir Cedric. Meine Verehrung, Lady Rowena. Hallo, Stuffy. Guten Tag, Grisou. Welch günstiger Wind hat dich denn zu uns geweht? Ich will gerne ein Handwerk erlernen. Darf ich fragen, ob es Ihnen jetzt möglich ist, mich als Feuerwehrmann anzustellen? Wir haben genug Personal. Oh, das tut mir aber leid. Ich wäre es doch so gern geworden. Du musst nicht den Mut verlieren. Es gibt so viele schöne Berufe, die dir sicher gefallen werden. Das finde ich auch. Lerne, ein Wachhund zu werden. Etwas Nützlicheres als einen Wachhund gibt es nicht. Ja, wenn Sie meinen, Sir Cedric. Ich rate dir, meinen Vorschlag anzunehmen. Das Beste wird sein, du lässt dich von deinem Freund Stuffy ausbilden. Er ist ein ausgezeichneter Wachhund, glaub mir. Und er kann dir alles beibringen, was du für diesen Beruf wissen musst. Auf Wiedersehen. Wir wollen jetzt einen kleinen Ausflug machen. Ich wünsche viel Vergnügen, meine Herrschaften. Auf Wiedersehen. Stuffy, sagen Sie, sind Sie auch der Ansicht, dass es mir gelingen wird, ein so guter Wachhund wie Sie zu werden? Sie wissen ja, was für ein Unheil ich letztes Mal angerichtet habe. Das wird nicht wieder vorkommen. Du musst eben gut auf dich Acht geben. Ich halte es für richtig, dass wir gleich mit der ersten Unterrichtsstunde anfangen. Wenn ein Hund einem menschlichen Wesen hinterherläuft, dann hat der Hund zu bellen. Ganz gleich, ob dieser Mensch nun zu Fuß geht oder ob er in einem Automobil fährt. Ein Hund muss bellend hinterherlaufen. Ich weiß nicht, ob mir das gelingen wird. Warum nicht? Sie wissen doch, was passiert ist, als ich den beiden Dieben nachgebellt habe. Bei der Verfolgung der Diebe ist dein Feuerstrahl genauso viel wert gewesen wie ein kräftiger Biss in die Waden. Doch hierbei kommt es auf etwas ganz anderes an. Wenn du einem Menschen nur hinterherläufst, soll das Bellen etwas ganz anderes erreichen als beim Fangen eines Diebes. Aha. Ich werde versuchen, dir das Bellen in mehreren Lektionen beizubringen. So ist es am einfachsten. Lektion Nummer 1. Ein Mann fährt auf einem Fahrrad. Sieh dir das genau an. Du musst dein Tempo so einrichten, dass du dicht am Hinterrad bleibst. Ich sehe nur nicht ein, welchen Nutzen diese Lauferei für den Mann hat. Das ist doch ganz leicht zu begreifen. Durch das schnelle Treten schlägt sein Herz viel schneller und dadurch wird die Kreislauftätigkeit angeregt. Ein kräftiger Kreislauf ist für Mensch und Hund das beste Mittel, gesund zu bleiben und ein hohes Alter zu erreichen. Das ist ganz leicht zu begreifen. Es macht Spaß und ist doch eine gute Tat. Genau so ist es. Also merkt ihr, Grisou. Ein Hund hat nicht nur das Eigentum eines Menschen zu schützen, er hat auch für seine Gesundheit zu sorgen. Ein Hund hat die Gesundheit des Menschen zu schützen. Aber das ist ja auch die Aufgabe der Feuerwehr. Ja, ganz genau. Hurra, hurra, hurra! Das hast du sehr schnell begriffen. Nun musst du weiter aufpassen. Einem Radfahrer zu folgen ist ziemlich einfach. Bei einem Motorradfahrer ist es schwieriger. Pass gut auf, wie es der Hund dort macht.
Was für einen Nutzen haben denn nun die Motorradfahrer davon? Einen gewaltigen Nutzen. Dadurch wird ihre Reaktionsfähigkeit trainiert. Das ist ja ein Segen für Sie. Das ist ja ein Segen für Sie. Aber du hast noch nicht alles erfahren. Nach längerer Übung mit den Motorradfahrern gehen wir zur Lektion 3, der Umgang mit Autofahrern, über. Sieh dir das genau an. Hast du gut aufgepasst? Durch das unentwegte Verfolgen des Autos und durch das Bellen ist das Nervensystem des Autofahrers angeregt worden. Jetzt verstehe ich, warum die Menschen mit jeder Generation länger leben. Das alles verdanken sie nur den Hunden. Nein, nicht nur den Hunden, aber sie verdanken es ihnen zum größten Teil. Ach, Stuffy, ich möchte so gern ein Hund sein. Ich möchte zu gern ein Hund sein. Sie müssen mich auf die Probe stellen. Nicht so stürmisch, dafür ist der richtige Augenblick noch nicht gekommen. Sei vernünftig, kleiner Drache. Wer etwas lernen will, darf nicht ungeduldig werden. Sie haben recht. Ich lasse dich jetzt ein halbes Stündchen allein. Überlege dir noch einmal, was du gesehen und gehört hast. Vielen Dank, ich werde mir alles gut überlegen. Jawohl, ich werde über alles gut nachdenken. Ja, und sollte ich der blassen Theorie nicht ein paar praktische Übungen folgen lassen? Das wäre nicht schlecht. Übung macht den Meister. Aber mit dem Feuer muss ich vorsichtig sein. Sehr vorsichtig. Ach, da ist eine Radfahrerin. Wie schade, die ist schon besetzt. Muss ich ihn warten, bis wieder eine vorbeikommt. Ha! Ein Motorradfahrer! Ich zieh hinterher! Der war zu schnell. Ich werde mit etwas anfangen, das langsamer fährt. Ja, das schaffe ich spielen. Alles auf die Plätze. Achtung. Fertig. Los. Ach du Schreck. Ich bin ja viel schneller als der. Ich werde versuchen, langsam zu laufen. Der kommt ja überhaupt nicht von der Stelle. Dem kann man nur wie eine lahme Schnecke nachschleichen. Und wo sitzt denn da der Mann, dessen Nervensystem ich anregen soll? Wo nur? Sicher irgendwo da drin. Wenn ich nur wüsste, was ich in einem so verzwickten Fall zu tun habe. Jetzt ist es mir eingefallen. Ich muss bellen. Ich muss so laut bellen, dass sie es in dem ratternden Eisenkasten hören können. Wow, 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 wow. Ich hab es keiner gesehen. Warum habe ich nicht aufgepasst? Warum bringt mich das verflixte Feuer in Schwierigkeiten? Na, Grisou, hast du über alles nachgedacht? Ja. Ach, Grisou, was macht deine Lehre als Hund? Gibt es schon Fortschritte? Nein, es ist doch recht schwierig. Immer durchhalten, Grisou, nie den Mut verlieren. Selbstverständlich, Milady. Hallo? Seid mir gegrüßt, meine lieben Freunde. Oh, welche Überraschung, lieber Rupert. Mein lieber Freund, es ist mir eine ganz besondere Freude, dich wiederzusehen. Willst du eine Tasse Tee mit uns trinken? Leider habe ich dafür keine Zeit, meine Liebe. Ich habe einen unangenehmen Auftrag, den ich auf der Stelle erledigen muss. Oh, das tut mir aber leid. Oberleutnant, lassen Sie absetzen. Grisou, hast du etwa schon wieder? Ja, ich habe. Ich muss mich sehr wundern. Als ich noch aktiver Offizier war, hätten meine Soldaten nicht in derartigen Uniformen herumlaufen dürfen. Das hätte jedem mindestens 3 Tage strengen Arrest eingebracht. Die würden sie heutzutage auch bekommen. Aber die Ärmsten haben im letzten Augenblick ihr Leben retten können, als ihr Panzer ausgebrannt ist. Oh, das ist ja furchtbar. Ich werde den Ärmsten einen Tee aufbrühen lassen. Danke, das ist nicht nötig. Sergeant? General? Erkennen Sie vielleicht in einem dieser Hunde denjenigen wieder, der Ihren Panzer zerstört hat? Jawohl, General. Es ist dieser grüne Pinscher gewesen. Oh. Danke, rücken Sie mit den Leuten in die Kaserne ab. Ist das zu fassen? Der Panzer ist ausgebrannt, Rupert? Ja. Um es genauer zu sagen, ein Mammut Mark IV, der ein Gewicht von 60 Tonnen hat. Er ist mit einem 150mm Geschütz bestückt. Dazu 4 Maschinengewehren und 2 Granatwerfer. Reparaturkosten schätze ich auf. Na, das werde ich dir erst sagen, nachdem du dich hingesetzt hast. Grisou! Sir, ich habe nur hinterher bellen wollen. Grisou! Cedric denkt an deine Kreislaufstörungen. Grisou! In einem Gesundheitszustand muss man sich beherrschen können. Sir, warum haben Sie mir denn nicht erlaubt, Feuerwehrmann zu werden? Sei still, Grisou. Gehen wir lieber von hier weg. Ich schäme mich so, Stuffy. Ich hatte mir fest vorgenommen, ein guter Wachhund zu werden. Glauben Sie mir. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Aber dieses verflixte Feuer. Nicht den Mut verlieren, Grisou. Du wirst es schon noch lernen. Komm bald wieder. Auf Wiedersehen. Und entschuldigen Sie bitte. Nimm es dir nicht zu Herzen. Auf Wiedersehen.
Achtung, der Drache taucht auf! Oh. Ah, ist der hübsch! Grisou, komm doch mal her. Was willst du denn, Papa? Der Postbote hat mir erzählt, du hättest dir ein Vergnügen daraus gemacht, hier und da was anzuzünden. Ist das so? Ja, leider ist das so. Aber ein Vergnügen ist das bestimmt nicht gewesen. Was fällt dir ein? Du verschwindest von hier und treibst dich als kleiner Feuerteufel rum. Das hättest du auch hier tun können. Dann hättest du mir bei meiner schweren Arbeit geholfen. Aber Papa, ich wollte doch nur... Hey, Fume! Hallo, Fume! Die Leute warten! Einen Augenblick noch! Gib's doch zu, du willst gar nicht Feuerwehrmann werden. Du willst heimlich dein eigenes Feuer entfachen. Papa, so ist es wirklich nicht. Wie lange dauert denn das? Sie müssen noch einen Augenblick Geduld haben. Bitte noch einen Augenblick Geduld. Du weigerst dich, deinem armen Vater zu helfen. Erinnerst du dich an die Zeit, als du noch ein kleines Baby warst? Damals habe ich mir für dich das Feuer vom Mund abgespart. Papa, warum machst du mir solche Vorwürfe? Wie kannst du deinen armen alten Vater so schlecht behandeln? Papa, Papa. Nun hört doch endlich mit der Heulerei auf. Die Leute warten darauf, dass etwas geschieht. Ja, 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 es geht los. Nun haben sie ihren Willen. Feuer! Feuer! Hilfe! Wasser! Oh! Ach, Grisou, was hast du nur angestellt? Das melde ich dem Präsidenten des Fremdenverkehrsverbandes. Na bitte, bitte, verpetzen Sie uns doch. Mein Sohn wird doch wohl noch Feuerwehrmann spielen dürfen. Leben wir in einem freien Land oder nicht? Danke, Papa. Ich will aber doch ein richtiger Feuerwehrmann werden. Ein Feuerwehrmann? Ist denn ihr schwerhörig? Ich hab dich nicht richtig verstanden. Ein Feuerwehrmann! Hör auf! Hör auf! Ein Feuerwehrmann will ich werden. Das ist leichter gesagt als getan. Aber wer wagt, der gewinnt. Auch wenn er nur ein kleiner Drache ist. Eines Tages werde ich zu meinem Vater zurückkommen und werde sagen, guten Tag, lieber Drachenvater, jetzt bin ich ein Feuerwehrmann. Ach was, man darf nur nicht die Geduld verlieren. Diesmal muss ich es schaffen. Diesmal muss ich ein Feuerwehrmann werden. Die Hauptsache ist, dass mir nicht wieder ein Feuerstrahl entfährt. Leid, dass ich meinen Papa wieder allein lassen muss. Aber ich kann es wirklich nicht ändern. Hier kann ich ja nicht Feuerwehrmann werden. Verzeih mir, Papa, wenn ich dir wieder weh tue. Ich muss es tun. Du weißt sicher, wie sehr ich dich liebe. Ich liebe dich trotzdem. Auch wenn du nur ein ganz einfacher Drache bist. Ach du Schreck, da kommt schon wieder dieser fanatische Brandstifter. Ich werde versuchen, mich in Sicherheit zu bringen. Ja, ja, es ist wahr. Ich habe einen Grund, mich meiner Drachennatur zu schämen. Bravo! Wenn ich nur wüsste, wie ich das Feuer in mir ersticken kann. Ich... Oh! Oh, verzeihen Sie bitte. Wann wirst du endlich aufhören, mir mit deiner blöden Feuerspeierei immer wieder zu schaden? Ich werde es nie, nie wieder tun. Ach, fahr doch endlich zur Hölle mit deinen ewigen Versprechungen. Ja, er hat recht. Ich muss vorsichtiger werden, viel, viel vorsichtiger werden. Ach, da kommen die McDragoons. Guten Tag, Grisou. Guten Tag allerseits. Was führt dich denn wieder zu uns? Ich möchte so gern das Unglück von neulich mit dem verbrannten Panzer wieder gut machen. Ach, das war doch gar nicht so schlimm. Als Vertreter für Stuffy war ich ein Reinfall. Sie waren sicher sehr wütend auf mich. Ach, Ivo, ach, Ivo. Mein lieber Grisou, der liebe Gott hat unsere Welt nicht an einem Tag erschaffen. Und um ein guter Wachhund zu werden, braucht man mehr als nur ein paar kurze Lektionen. Stimmt, Stuffy? Selbstverständlich, Milady. Du darfst die Hoffnung eben nicht aufgeben. Sicher wird eines Tages ein ausgezeichneter Wachhund aus dir werden. In einer Welt, in der es so viele Verbrechen gibt, wirst du uns allen von großem Nutzen sein. Vielen Dank, Sir. Vielleicht. Aber ich möchte doch viel lieber ein Feuerwehrmann werden. Ausgeschlossen. Völlig ausgeschlossen? Nur im Augenblick ist es ausgeschlossen. Hör zu, Grisou, ich will dir helfen und werde dir einen guten Rat geben.
Als Wachhund hast du keinen Erfolg gehabt. Versuche doch, ein Haushund zu werden. Ja, warum auch nicht? Es wird dir jeder bestätigen. Der Hund ist der beste Freund des Menschen. Nimm Staffy zum Beispiel. Er ist das Muster eines braven Hundes, wie er von allen geliebt wird. Das stimmt. Ich würde es gern werden. Aber sicher ist das auch wieder zu schwierig für mich. Du brauchst keine Angst davor zu haben. Ich werde dir gern helfen. Danke, Staffy. So ist es recht, mein Freund. Ein lobenswerter Entschluss. Du wirst ein ausgezeichneter Haushund werden. Man muss nur wollen, dann erreicht man im Leben etwas. Und jetzt werden wir dich deinem guten Freund und Berater überlassen. Auf Wiedersehen. Ich schlage vor, Grisou, wir packen es gleich an. Ich weiß nicht, Staffy. Ich habe solche Angst, dass ich es wieder nicht schaffe. Vielleicht rutscht mir der Feuerstrahl wieder raus. Wenn du gut aufpasst, dann wird ja der Feuerstrahl nicht wieder rausrutschen. Ja, das hoffe ich auch. Fangen wir also an. Wenn du ein guter Haushund werden willst, musst du lernen, deinem Herrn die Zeitung zu bringen. Apportieren wird das von den Hundedresseuren genannt. Ist das nicht sehr schwer? Nein, schwer ist es nicht. Man muss auch das selbstverständlich üben. Denn die Zeitung darf vom Speichel nicht aufweichen, sonst wird aus ihr ein feuchter Klumpen. So, Grisou, nun zeig mal, ob du das schon kannst. Eieieiei, die ist ja völlig versenkt. Da ist noch viel zu tun. Du musst noch üben. Das musst du noch gründlich üben. Wir üben so lange, bis du es kannst. Du verfliegst das Feuer. Hör doch endlich auf. Na bitte, endlich hast du es geschafft, Grisou. Hurra, der erste Schritt zum richtigen Haushund. Jetzt werden wir die zweite sehr wichtige Lektion üben. Wir gehen gemeinsam zu einem Zeitungskiosk. Dort wirst du selbstständig eine Zeitung abholen. Ist das nicht sehr schwer? Gar nicht. Es kommt ganz auf dein Benehmen an. Mit einem freundlichen Bellen musst du die Zeitung vom Zeitungshändler erbitten. Wow, 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 wow. Ach, Staffy, wie geht's denn? Da ist die neueste Zeitung. Auf Wiedersehen. Hast du gesehen? Du brauchst nur dezent zu bellen und ein wenig freundlich zu wedeln. Ja, das ist kinderleicht. Darf ich das auch mal versuchen? Nein, noch nicht. Alles zu seiner Zeit. Wir dürfen nichts übereilen. Ach, Grisou, ich möchte dich bitten, jetzt zur Burg zu gehen und mich dort ein Weilchen zu vertreten. Ja, das tue ich sehr gerne, aber was habe ich dort zu tun? Nichts. Oder so gut wie nichts, Grisou. Du sollst Dogi, den Hund von Lady Snow, etwas Gesellschaft leisten. Weißt du, ich möchte nicht, dass Dogi sich langweilt. Das ist ja leicht. Das kann ich sicher. Gut, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Au, ich habe eine Idee. Wozu habe ich etwas gelernt? Ich werde Sir Cedric vorführen, dass ich eine Zeitung apportieren kann. Wer weiß, vielleicht freut er sich darüber. Au ja, ich werde es versuchen. Es schien mir gar nicht so schwierig zu sein. So, es geht los. Also hier herstellen. Durch freundliches Bellen und durch dezentes Wedeln oder durch dezentes Bellen und freundliches Wedeln den Händler aufmerksam machen. Wow, wow, wow! Anscheinend ist er schwerhörig. Wow, wow! Wow, 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 wow! Ein Häppchen wirft er runter, der scheint mich falsch verstanden zu haben. Wow, wow! Was willst du denn noch? Weg mit dir! Warum will er mir denn die Zeitung nicht geben? Verzeihen Sie, ich scheine nicht richtig gebellt zu haben. Oder habe ich zu wenig gewedelt? Was ist das für ein hässlicher kleiner Hund? Los, verschwinde zum Donnerwetter! Ich versuche es nochmal. Ich belle etwas lauter. Wow! Oh je, was habe ich getan? Das hätte mir nicht wieder passieren dürfen. Dieses verflixte Feuer hat mich schon wieder überlistet. Immer wieder entfernt es mir. Oh, wie entsetzlich. Immer wieder entfernt mir der Feuerstrahl. Was mag mich nur zu dieser schrecklichen Tat veranlasst haben? Es kann sein, dass das feindselige Verhalten des Zeitungshändlers meinen Urinstinkt geweckt hat. Ja, so wird es sein. Der Händler hat mich zu dieser Untat herausgefordert. Ich war jedenfalls mit den besten Absichten zu dem Mann gekommen. Ich kann es ja später noch einmal versuchen. Selbstverständlich werde ich es wieder versuchen. Ja, aber jetzt laufe ich erstmal zu Sir Cedric. Oh, was für ein schöner Sommertag. Ja, es ist ein ganz wundervoller Sommertag. Noch wundervoller als der gestrige. Aber nicht so wundervoll wie der vorige Sonntag. Ja, ganz meiner Meinung. Ist das nicht ein wundervoller Sommertag? Was meinst du? Man nutzt immer nur die Angehörigen der eigenen Rasse, verstanden? Außerdem interessiert sich ein vornehmer Hund grundsätzlich nicht für das Wetter. Ich habe geglaubt, alle Hunde, bitte wie sie wünschen. Das ist vielleicht ein alter Angeber.
Hast du einen eigenen Pedigree? Einen Pedi was? Einen Stammbaum, meine ich. Ein Dokument, auf dem deine Ahnen verzeichnet sind. Das kann ich leider nicht sagen. Ich habe einen Vater, mehr weiß ich nicht. Ist da das zu fassen? Keinen Stammbaum. Alle Hunde, die reine Aristokraten sind, haben einen Stammbaum. Nimm mich zum Beispiel. Ich bin ein Sohn von Baccarat und Changatorne. Der war ein Sohn von Chiang Chang Fruscone, dessen Eltern waren Puppe Chico und Chico de Cuca. Die wiederum waren Nachfahren von Boldrone, de Bicciolinella und Mazzarella Sergio. Dessen Eltern waren Ciccio der Dritte und Cardozzo von... Ach, Sie glauben gar nicht, was mir mein süßer Dogi für eine Freude macht. Zum Beispiel gestern beim Hundeschönheitswettbewerb in Newcastle hat er den ersten Preis und noch eine Medaille gewonnen. Sie können sich denken, wie stolz ich auf ihn bin. Das kann ich Ihnen nachfühlen. Grisou, darf ich bitten? Ja, Sir Cedric. Danke. Ich bin auf meinen kleinen Grisou auch sehr stolz. Er ist in seiner Art ganz einmalig, das müssen Sie zugeben. Ist ja ganz nett, was er kann. Einen Hund, der Zigarren anzündet, sieht man nicht oft. Aber bei einem Wettbewerb für Rassehunde würde er nicht einmal eine Tüte Hundekuchen gewinnen. Das kann schon sein, aber darauf legen wir auch keinen Wert. Nicht wahr, lieber Grisou? Du weißt, dass wir dich auch so lieb haben. Ja. Vielleicht sollten Sie Grisou zum Stammvater einer Zucht... Ah! Ah! Oh je, was habe ich nun wieder angestellt? Oh weh, meine Hand! Das wie das brennt! Wie entsetzlich das brennt! Wie 100 Höllenfeuer! Meine Hand! Du Bastard von einem Köter, was hast du angerichtet? Wie? Das hast du absichtlich getan! Ich kann nicht dafür, Mr. Dobby! Ich hab's genau gesehen! Das müssen Sie mir glauben! Ich wollte doch nur Ja sagen! Mein armer Dogi, mein armer Dogi, Liebling! Grisou, habe ich dir das nicht verboten? Entschuldigen Sie bitte, verzeihen Sie! Dogi, gehen wir nie wieder, setzen wir auch nur einen Fuß in ein Haus, in dem ein Ungeheuer als Hund gehalten wird. Was fällt dir ein, Grisou? Ach, der arme Dogi. Wieso ist denn Dogi arm? Ich habe ihn eben getroffen, er schien mir sehr vergnügt zu sein. Er war ausgesprochen glücklich darüber, dass ihn seine Flöhe nicht mehr quälen. Nein, ich muss mich schämen, das hätte ich ihm nicht antun dürfen. Das darfst du dir nicht zu Herzen nehmen, Grisou. In ein paar Monaten ist so ein Hundefell wieder nachgewachsen. Sie verzeihen? Was wollen Sie, guter Mann? Soll ich Ihnen den kürzesten Weg zum Krankenhaus zeigen? Aus dem Krankenhaus komme ich gerade. Sie erkennen mich wohl nicht. Ich bin Ihr Zeitungshändler. Sie sehen ja entsetzlich aus. Sie sollten sich eines merken. Wer sich in Gefahr begibt, der wird daran umkommen. Sagen Sie, was kann ich für Sie tun? Ich muss Ihnen eine Rechnung vorlegen und möchte bitten, diese schnell zu begleichen. Das sind alle Schäden, die von einem Ihrer merkwürdigen Hunde angerichtet worden sind. Unser Hund ist nicht merkwürdiger als andere. Sie kennen doch Stuffy schon seit vielen Jahren als Zeitungsboten. Von Stuffy rede ich nicht. Ich meine den kleinen Grün. Dieser grüne Hund gehört uns nicht. Was tut denn dann hier? Hör dir das an, Rowena. 500 Exemplare vom schottischen Ökonomen, 300 Exemplare von der praktischen Hausfrau, 250 Exemplare der Stimme der Sportangler, 150 Exemplare des illustrierten Gemeindeboten und eins der Times. Aber seit wann kaufst du dir denn so viele Zeitungen? Ich kaufen? Die habe ich doch nicht gekauft. Die hat unser lieber Grisou zusammen mit dem Kiosk verbrannt. Ja, Sir, so ist es gewesen. Ein Feuerstrahl und schon war alles verbrannt. Ich bin entsetzt, Grisou. Wie konntest du nur? Sie dürfen es Grisou nicht verärgern, Sir, denn der Ärmste ist nicht allein dran schuld. Wieso? Hat ihm einer dabei geholfen? Sie dürfen nicht auf ihn hören. Ich habe es allein getan. Fest steht jedenfalls, dass ich diese Rechnung begleichen muss. Sir, Sie dürfen nicht verzweifeln. Kommt Zeit, kommt Rat. Wenn ich darauf warten sollte, Stuffy. Inzwischen ist hier längst alles in Rauch aufgegangen. Ah, mein kleiner Drachensohn, da bist du ja wieder. Guten Tag, Papa. Der Postbote hat mir erzählt, du hättest deinen Zeitungskiosk verbrannt. Du entzückender Schuft, du. Warum hast du deinem alten Vater nicht erlaubt, dir bei dieser Heldentat zu helfen? Papa, Papa, lass mich doch endlich in Ruhe. Warum sollte ich dich denn in Ruhe lassen? Der Apfel fällt nicht weit Papa, vom Stamm. Papa, hat mir eingefallen, schweig still. Schweigen soll ich? Auf der ganzen Welt soll man von deiner Heldentat erfahren. Hey, so der Entschuldige bitte, Papa, aber ich werde Feuerwehrmann. Ein richtiger Feuerwehrmann werde ich. Jawohl, Feuerwehrmann will ich werden. Musik